Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia von Horvath. Ziel der Europäischen Kommission sei, die Westbalkan-Erweiterung zu beschleunigen. Darüber sprach gestern der Kommissar für Erweiterung und europäische Nachbarschaftspolitik im Europäischen Parlament. Oliver Vahey ergänzte, man müsse die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien eröffnen, denn beide Länder hätten die dafür notwendigen Bedingungen erfüllt. Seit 2013, als Kroatien aufgenommen wurde, gelang es keinem Balkanland, die EU-Beitrittsverhandlungen voranzutreiben. Deshalb legte nun die Europäische Kommission einen neuen modifizierten Vorschlag vor, dessen Ziel ist, die Erweiterung wieder in Schwung zu bringen. Demnach seien ein entschlosseneres politisches Management und die aktive Teilnahme der Mitgliedstaaten notwendig. Die Methode sieht vor, den Prozess unter Umständen auch rückgängig machen zu können. Wenn das Kandidatenland von den erforderlichen Reformen zurücktrete, könne auch die EU den Erweiterungsvorgang einstellen. Der ungarische Kommissar für Nachbarschaftspolitik und Erweiterung sprach auf der Sitzung des Europäischen Parlaments darüber, es sei wichtig, ein zuverlässiges System für beide Seiten des Erweiterungsprozesses zu entwickeln und dass sich alle Mitgliedstaaten zur Westbalkanerweiterung verpflichtet fühlen. In der Diskussion sprach Kotolince von der Partei Momentum darüber, der neue Erweiterungsvorschlag der Kommission habe objektive Kriterien aufgestellt, wie die Rechtsstaatlichkeit zu beurteilen sei. Aber ihr nach seien diese zuerst in den Mitgliedstaaten wirksam zu prüfen. Kinga Gál von der Partei Fidesz-HOP hingegen hervor, unter dem Vorsitz des ungarischen Kommissars habe die Kommission in kurzer Zeit einen ergebnisorientierten, fundierten und wirksamen Vorschlag zu einer flexiblen Erweiterungsmethode vorgelegt. Auch Ministerpräsident Viktor Orbán betonte die Wichtigkeit der EU-Erweiterung anlässlich des Treffens mit Kanzlerin Angela Merkel am Montag in Berlin. Der ungarische Regierungschef machte aber nicht nur auf den Beitritt von Mazedonien und Albanien aufmerksam, sondern deutete auch darauf hin, dass hinsichtlich der Sicherheit Europas auch die Aufnahme von Serbien unerlässlich sei. Die EU-Erweiterung kommt auch beim Gipfel im März in Brüssel auf die Tagesordnung. Die Verhandlungen mit Serbien sind schon im Gange. Neben Albanien und Nordmazedonien sind auch Montenegro und die Türkei Mitgliedskandidaten der EU. In Békéscsaba konnte eine weitere Entwicklung in der Automobilindustrie verwirklicht werden. Der kanadische Automobilzulieferer Linamar hat hier sein europäisches Zentrum für Elektromobilität errichtet, in dem Antriebsstränge für elektrische Getriebe produziert werden. Das Riesenunternehmen, das hauptsächlich Kfz-Teile produziert, erweiterte seine Kapazitäten auch in Oroshaza. Im dortigen Werk sollen Hebemaschinen hergestellt werden. Anlagen im Wert von mehr als 10 Millionen vorint im neuesten Betrieb von Linamar in Békéscsaba. Auf dem neuesten Standort im zukünftigen Europäischen Zentrum für Elektromobilität des kanadischen Unternehmens werden selbstentwickelte Antriebsstränge für elektrische Getriebe hergestellt. Die Entwicklung von Elektroautos hat für Linamar Corporation eine strategische Priorität, was zur Wahl Ungarns in der europäischen Region führte, um selbstentwickelte Antriebsstränge für elektrische Getriebe zu produzieren. Diese technologische Entwicklung untermauert das langfristige Wachstum und die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Linamar Hungary, sagte der Leiter des Unternehmens in Ungarn. Das Elektromobilitätszentrum ist die größte Investition in der Geschichte der Industrie in Békéscsaba, welches die Regierung mit 4 Milliarden Forint unterstützt. Der Staatssekretär im Ministerium für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten sprach darüber, die Entwicklung von Linamar beweise auch, dass Ungarn eines der attraktivsten Ziele für Unternehmensinvestoren sei. Unter den Zielbereichen des Investitionskapitals gehört heute dieses Land zu den ersten der Welt. Von den 200 Ländern der Welt sind wir das 16. in Bezug auf ausländisches Kapital, das hierher kommt. Zudem stehen wir an einer sehr angesehenen Stelle, nämlich an fünfter Stelle, wenn wir uns ansehen, wie viele Arbeitsplätze dieses Kapital im Verhältnis zur Bevölkerung schafft, sagte der Staatssekretär. Mit der Investition hat Linamar 250 neue Arbeitsplätze geschaffen. Übrigens macht das Unternehmen nicht nur durch kontinuierliche Investitionen auf sich aufmerksam, sondern beschäftigt über Bestellungen auch 1500 inländische kleine und mittlere Unternehmen. Musik.
Es lohnt sich jetzt, durch die Wälder zu wandern. Denn der Frühling scheint dieses Jahr früh in Ungarn angekommen zu sein. Wir empfehlen vor allem die Gegend um Sopron. Der erste Frühlingsbote zeigt sich, das Schneeglöckchen blüht in Sopron. Das milde Wetter ist für die Pflanzen günstig. In dem Gebiet des Löwer-Hügels gibt es viele gut ausgebaute Routen, die auf die Wanderer warten. Im größten Zuchtzentrum des Landes für die ungarische Warmblut-Pferderasse Nonius in Hortobágy werden 45 Fohlen erwartet. Die erste kleine Stute kam am Sonntagabend auf die Welt. In Hortobágy begann man seit 1850, also vor 170 Jahren, Nonius-Pferde zu züchten. Die wichtigste Aufgabe des Zentrums ist es, den Genbestand der geschützten Nonius-Pferde in Ungarn zu erhalten. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein. Auf Wiedersehen.